Stirndesign, das bedeutet in dem heutigen Fall, dass die Patientin, die eine sehr hohe Stirn hat, auch eine sehr attraktive Stirn hat, sich an den Querfalten stört, also an den sogenannten Denkerfalten sich stört. Das ist auch berechtigt, weil das ihre Attraktivität da etwas einbüßen lässt und etwas müde erscheinen lässt, etwas älter erscheinen lässt. Und das möchte sie gerne so behandelt haben, dass am Ende die Natürlichkeit weiterhin besteht bleibt. Sie möchte die komplette Mimik weiter erhalten haben und dafür haben wir hier die Behandlung, die wir hier durchführen. Das Ergebnis wird man natürlich erst nach 8 bis 10 Tagen sehen. Allerdings kann man hier schon sehen, wie der Behandlungsverlauf stattfindet und wie schnell das Ganze auch erfolgt und wie schnell man auch wieder am Ende gesellschaftsfähig wird.